Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute wieder, welche Bücher ich in der letzten Zeit so aussortiert habe. Und wenn ihr wissen möchtet, welche das sind, dann bleibt jetzt gerne dran. Da ich einige neue Bücher jetzt inzwischen wieder habe, musste ich einfach Platz in meinem Bücherregal schaffen. Und wenn ihr Bock habt auf eine Bookshelf-Tour, auf eine aktualisierte, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr die gerne sehen möchtet, dann drehe ich die sehr gerne für euch ab. Fangen wir mit den ersten Büchern an, die ich aussortiert habe, und zwar Calendar Girl Teil 1 und Teil 3. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist denn mit Teil 2? Ja, Teil 2 habe ich mir tatsächlich nie geholt. Teil 3 habe ich dementsprechend auch nicht gelesen. Ich habe damals den ersten gelesen, den habe ich auf dem Flohmarkt gefunden und dachte mir, jo, dann finde ich den zweiten Teil irgendwo anders bestimmt auch günstiger oder hol mir den. Habe ich nie gemacht, deswegen habe ich da auch nicht wirklich weitergelesen. In dieser Reihe geht es um eine Escort-Dame namens Mia Saunders und sie verbringt jeden Monat bei einem anderen Herren. Und Mia lernt einen jungen Mann kennen, bei dem sie doch etwas mehr empfindet. Ich habe mir den zweiten Teil dann, wie gesagt, nie geholt und ich glaube auch nicht mehr, dass ich da drin weiterlesen werde. Deswegen habe ich diese Bücher aussortiert. Dann habe ich zwei Psychothriller von Arno Strobel aussortiert und zwar Das Rachespiel und Der Trakt. Ich habe damals Das Dorf von ihm gelesen. Es war mein erster Psychothriller von ihm und ich war unglaublich begeistert davon. Es war so spannend. Es gab extrem viele Plot-Twists. Es war gruselig zum Teil. Also einfach ein sehr guter Psychothriller. Und kurz darauf habe ich mir die beiden geholt. Aber ich muss leider sagen, die beiden kamen einfach nicht an dieses Level von Das Dorf dran. Deswegen, ja. Im Rachespiel geht es um einen Mann namens Frank Geißler. Er glaubt nur an einen Scherz, als er die Website aufruft. Ein Mann, nackt am Boden, festgekettet, in Todesangst. Daneben ein Käfig voller Ratten, unruhig ausgehungert. Frank kann den Mann retten, heißt es. Aber nur, wenn er Teil des Spiels wird und seine erste Aufgabe erfüllt. Angewidert schließt er die Website, doch kurz darauf ist der Mann tot und Frank schon mittendrin. Mittendrin in einem Spiel, bei dem es um Leben und Tod geht. Für Frank, für seine Frau und für seine Töchter. Der Klappentext beim Trakt ist noch kürzer. Stell dir vor, dein Mann sagt, er hat dich noch nie gesehen und die Leute sagen, du hast nie ein Kind gehabt. Wem kannst du trauen, wenn niemand dir glaubt? Und wer bist du wirklich? Ich glaube, jemand anderes wird einfach nochmal viel mehr Freude damit haben. Ich weiß auf jeden Fall, dass es einige Bücher von Arno Strobel gibt, die ich noch gern lesen möchte und auf die bin ich gespannt. Ich hoffe, dass sie mich wieder ein bisschen mehr begeistern können. Dann habe ich noch einen Thriller aussortiert und zwar von Melanie Rabe, Die Falle. In diesem Buch geht es um eine Bestseller-Autorin, die seit Jahren nicht mehr aus dem Haus gegangen ist und als sie dann, während sie Nachrichten guckt, den Mörder ihrer Schwester sieht, entschließt sie, ihm eine Falle zu stellen. Für mich war vieles damals sehr vorhersehbar, als ich dieses Buch gelesen habe. Ich fand es nicht schlecht, das weiß ich noch, aber es war jetzt auch nicht so überragend, dass ich es noch länger in meinem Bücherregal brauche. Dann habe ich ein weiteres Buch von Melanie Rabe aussortiert und zwar Die Wahrheit. In diesem Buch geht es um einen sehr reichen Mann, der spurlos verschwindet und eine Frau, die ihn einfach nicht für tot erklären möchte. Und plötzlich taucht ein Fremder auf, der den Platz ihres verschwundenen Ehemanns einnehmen möchte. Dieses Buch war damals auch sehr verwirrend. Ich war froh, dass ich dieses Buch nicht alleine gelesen habe. Das war zusammen mit der lieben Sarah von dem Kanal Alice im Bücherland. Wir haben so ein Buddy-Read gehabt und haben uns immer ausgetauscht, haben uns immer Passagen ausgesucht und dann darüber gesprochen. Und wir waren sehr oft derselben Meinung und haben dann immer spekuliert, was könnte dahinter stecken und wer ist das und wie kommt das? Und das war echt cool, es hat echt Spaß gemacht, deswegen habe ich das Buch eigentlich noch so mit positiven Erinnerungen verbunden. Aber dadurch, dass ich jetzt einfach mehr Platz gebraucht habe, ist dieses Stück auch ausgezogen. Dann habe ich einen weiteren Thriller aussortiert und zwar von Shivi Stevens, Endlose Angst. Ich habe damals von ihr Those Girls und Still Missing gelesen und das sind sehr spannende, aber auch ultra verstörende Thriller zum Teil. Also die sind schon krass. Never Knowing hat mich damals überhaupt nicht überzeugen können, leider. In diesem Roman geht es um eine junge Frau, die herausfinden möchte, wer ihre wahren Eltern sind. Sie ist nämlich adoptiert und irgendwie macht sie sich immer noch sehr viele Gedanken drum. Aber jetzt stellt sich die Frage, was ist, wenn der eigene Vater ein Serienkiller ist? Ich wollte es damals unbedingt haben und unbedingt lesen, dann habe ich es gelesen und war echt ein bisschen enttäuscht, weil es mich leider gar nicht in diesen Bann ziehen konnte, wie die anderen zwei Bücher, die ich von ihr gelesen habe. Deswegen habe ich auch dieses Buch aussortiert. Dann habe ich noch ich habe voll viele Thriller aussortiert irgendwie. Es kommen jetzt noch zwei Thriller. Einmal von Ross Armstrong, The Watcher, sie sieht dich. Das Buch habe ich damals abgebrochen, beziehungsweise ich habe auf jeden Fall nicht... Ja, ha, hier ist mein Lesezeichen. Ich bin bis Seite 80 gekommen. Verrückt. Ich habe irgendwie in Erinnerung gehabt, ich habe viel mehr drin gelesen, aber anscheinend nicht. Ich glaube, ich habe das nicht bewusst abgebrochen. Ich glaube, ich habe einfach
vergessen, da drin weiterzulesen. Ich kann mich eh nicht mehr so erinnern, ob ich es gut oder nicht so gut fand. Also hier geht es auf jeden Fall um Lily Gullick und sie lebt in einem anonymen und gefährlichen Londoner Neubaugebiet. Sie beobachtet gern Vögel mit ihrem Fernglas, aber manchmal späht sie auch in die Fenster ihrer Nachbarn. Aber nicht nur Lily beobachtet, auch sie wird beobachtet. Von jemandem, der unbekannt bleiben will, der verhindern muss, dass Lily zu viel sieht. Eine Frau ist verschwunden und eine andere wurde ermordet. Ermordet. Was darf Lily nicht sehen? Ich habe, wie gesagt, nicht mehr weitergelesen. Ich bezweifle auch sehr stark, dass ich da nochmal von neu anfangen möchte. Ich habe es jetzt erstmal aussortiert, weil ich glaube nicht, dass ich da nochmal zurückgreifen werde. Der letzte aussortierte Thriller ist von Sebastian Fitzek, das Joshua-Profil. Das habe ich nie gelesen. Tatsache, ich habe es damals bei der Thalia geholt, weil manchmal ja auf diesem Tisch Hardcover super stark reduziert sind. Das hat dann noch 5 Euro gekostet. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich zugreifen. Dann habe ich es mitgenommen, aber halt nie gelesen. Und ich kenne mich. Ich weiß, dass wenn es wieder in meinem Bücherregal landet, nicht in meine Hände finden wird. Deswegen hoffe ich, dass es in andere gute Hände findet. So, jetzt kommen wir zu einem Roman, den ich mir damals bei Rebuy bestellt habe. Zustand gut, okay? Zustand gut. Ich habe gedacht, es kommt auch gut an. Es ist so... Es ist wirklich schlimm. Es ist zum Teil auch richtig versifft gewesen, Leute. Es war ein bisschen eklig, sage ich ehrlich. Es war ein bisschen eklig. Ich weiß, dass Zustand gut nicht bedeutet wie neu, sonst wäre es ja wie neu. Aber das ist echt nicht mehr schön. Es ist auch ganz, es ist wirklich eklig. Es ist wirklich eklig. Bei diesem Buch bin ich trotzdem sehr unsicher, ob ich es aussortieren möchte, weil die Geschichte klingt richtig spannend. Aber ich denke mir, wenn ich es bis heute nicht gelesen habe, werde ich es noch lesen? Ich weiß es nicht. Ich lese euch mal vor, worum es geht. Darrows Welt ist brutal und dunkel. Wie alle Roten schuftet er in den Minen des Mars, um ein Leben auf der Oberfläche des Planeten möglich zu machen. Doch dann wird seine große Liebe getötet und Darrow erfährt ein schreckliches Geheimnis. Der Mars ist längst erschlossen und die Oberschicht, die Goldenen, leben in dekadenten Luxus. Darrow schleust sich in ihr sagenumwobenes Institut ein, in dem die Elite herangezogen wird. Er will einer von ihnen werden, um sie dann vernichtend zu schlagen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Buch gelesen habt und sagt, ich soll es behalten, weil ich will schon, aber irgendwie bin ich mir auch nicht zu 100% sicher. Deswegen mache ich es, glaube ich, erstmal auf Seite. Wir nähern uns schon dem Ende. Ich habe 2 Bücher von Colleen Hoover aussortiert. Und zwar einmal, weil ich Laken liebe und weil ich Will liebe. Ich habe beide super schnell beendet. Der Schreibstil von Colleen Hoover ist ja relativ easy. Also man fliegt eigentlich durch die Seiten. Allerdings war ich jetzt nicht so begeistert von dieser Reihe, dass sie noch länger in meinem Regal bleiben müsste. In dieser Reihe geht es um Laken und Will. Laken zieht mit ihrer Mom und mit ihrem Bruder in ein neues Haus, in einen neuen Staat und lernt dort jemanden kennen namens Will. Und die beiden empfinden relativ schnell und flott was füreinander. Allerdings gibt es da halt ein Problem, weswegen ihre Liebe auf der Kippe steht. Das müsst ihr natürlich selbst herausfinden, wenn ihr das möchtet. Es gibt auf jeden Fall noch einen dritten Teil, aber dieser dritte Teil war für mich nicht mehr so relevant, weil für mich ist nach dem zweiten Teil eigentlich schon alles erzählt. Ich habe auch gehört, dass sich im dritten Teil sehr viel wiederholt, deswegen habe ich den nicht mehr gelesen und deswegen sortiere ich jetzt auch die beiden aus. Das letzte Buch, das ich aussortiere, ist von Jennifer Benkow, One True Queen. Ich habe dieses Buch letztes Jahr im Dezember gelesen noch. Ich habe es auf jeden Fall zu Weihnachten geschenkt bekommen, weil ich so viel, wirklich so viel Positives zu diesem Buch gehört habe oder zu dieser Reihe auf BookTube und so weiter. Und deswegen wollte ich es selber unbedingt haben und lesen. Ich habe es dann gelesen und relativ früh festgestellt, dass das irgendwie nicht so meins ist. Ich habe nicht so richtig zu den Personen diesen Zugang gefunden, um an der Geschichte weiter dran zu bleiben. Ich bin beim Lesen halt voll oft abgedriftet und das ist bei mir kein so gutes Zeichen. Deswegen habe ich es aussortiert, aber eigentlich ist die Geschichte an sich ganz spannend und ich finde auch sehr innovativ und kreativ. In diesem Buch geht es um Eileen und sie war gerade noch in ihrer irischen Heimatstadt und plötzlich wird alles dunkel und sie erwacht in einer völlig anderen Welt namens Lea Sky. Dort trifft sie dann auf einen unbekannten Fremden, der sehr unnahbar ist, aber irgendwie auch nicht. Ihr wisst, was ich meine. Er bringt sie dann zum Königshof und dort erfährt Marlene etwas, von dem sie mehr als überrascht ist. Und zwar soll sie die neue Königin werden. Allerdings bedeutet das in dieser Welt ihr Todesurteil. Mir war das damals einfach so ein bisschen zu jugendbuchlastig. Ich sag euch Leute, seit ich New Adult und Dark Romance lese, ist mir das halt zu wenig. Ich habe damals, wie gesagt, nicht so richtig in die Geschichte gefunden, hatte keinen richtigen Zugang zu den Figuren, habe manche Handlungen, die sie begangen haben, irgendwie nicht so richtig nachvollziehen können.
Deswegen habe ich es aussortiert. Das waren jetzt alle Bücher, die ich die letzte Zeit wieder so aussortiert habe. Wie gesagt, ich habe einfach ein bisschen Platz in meinem Regal gebraucht. Ich habe vieles umgestellt und irgendwie habe ich dann einfach gemerkt, dass manche Bücher einfach ja nicht mal reinpassen und ich sie dann lieber abgebe, damit jemand anderes Freude damit hat. Wie gesagt, wenn ihr Bock auf eine Bookshelf-Tour habt, dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare, dann drehe ich die liebend gerne für euch ab. Und das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Ihr könnt mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es jemanden von euch gibt, der Red Rising gelesen hat. Und dann schreibt mir gerne, ob es sich lohnt, weil ich bin echt unsicher. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!